und Servus zu einer neuen Folge von Anno 1800. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Nun ja, ich habe offscreen wie angekündigt ein bisschen an der Forschung herumentwickelt bzw. habe einige Sachen ja entdeckt und bzw. die Forschungsgebiete hier, ein paar Talente, ein paar technologische Sachen und eine Kultur haben wir ausgelassen. Aber ansonsten habe ich da ordentlich was geforscht und ich habe auch schon wieder einiges in Auftrag gegeben, das wir ganz dringend brauchen, denn die Schiffsschrauben sind mittlerweile ja sozusagen alle gebaut, die ich in Auftrag gegeben habe, und jetzt brauche ich ganz dringend den Captain Moby, den Bekonin und ein paar innovative Druckerpressen. Und warum ich das Ganze brauche, zeige ich dir, denn ich habe in der neuen Welt angefangen, ein bisschen hier zu optimieren, nämlich die Fischölfabriken mit Handelskammern und mit den Hafenmeistereien. Und da müssen wir natürlich noch ein paar Leute reinsetzen. Und die sind jetzt das nächste Ziel, denn ich habe auch ein bisschen was an der Waren, ja, ich sag mal, an den Grundbedürfnissen optimiert. Und somit geht uns jetzt ein bisschen das Fischöl aus, aber dafür steigt eigentlich alles andere, das wir sozusagen in unserer kleinen Welt benötigen. Gut, aber was ist das Ziel in der heutigen Folge? Nämlich allen voran einmal, ich möchte gerne den Mais und die Bananen, also wir haben hier Mais und wir haben hier Bananen, und das würde ich ganz gerne allen voran mit den Bananen ins Cup schicken, denn die brauchen wir für neue Rezepte. Und da hätte ich gleich vor, dass ich das Schiff nehme und zwar sage, von der Insel Bravos bitte ins Cup nach Crown Falls, und in Bravos lädst du ein, ja, das heißt, wir haben schon die erste Entwicklung abgeschlossen. Ich hätte gerne dreimal Bananen, so, 1, 2, 3 mal Bananen, dann hätte ich gern dreimal Mais, und dann würde ich das gerne hier in Crown Falls ausladen, und dann schicke ich das Schiff auch gleich auf die Reise. Und ja, der darf sich da austoben. Was haben wir hier jetzt? Hier haben wir ja jetzt auch Bananen werden produziert wie verrückt. Das ist in Ordnung, das gefällt mir. Auch alles erledigt. Ich habe auch die Küchen ein bisschen umsortiert. Ganz einfach, weil es wichtig ist. Und weil wir nämlich auch jetzt mit den Küchen, das zeige ich dir auch noch ganz kurz, mit den Küchen produzieren wir jetzt nebenbei Zucker und Rum. Und den Zucker brauchen wir ja auch in Crown Falls, denn für die ganzen Rezepte. Und jetzt springen wir nochmal schnell nach Crown Falls. Und dort schauen wir sich das an. Also wir haben mittlerweile ein neues Rezept dazu bekommen, und zwar den dunklen Moskowiter. Der ist ganz einfach zu erledigen gewesen, denn man muss nur ein Clubhaus bauen und plötzlich ist dieses Rezept freigeschalten. Die neue Veranstaltung in der Weltausstellung, die Touristen könnten dadurch vielleicht inspiriert werden. Das heißt, wenn wir eine neue Veranstaltung in der Weltausstellung starten, dann bekommen wir den nächsten. Und nach einer erfolgreichen Arktis-Expedition könnten ihre Seeleute doch glatt eine gute Idee für ein wärmendes winterliches Getränk haben. Das heißt, wir bräuchten mittlerweile also eine Weltausstellung. Da greifen wir mal ab, was wir kriegen können. Und dann starten wir gleich nochmal eine archäologische. So, und dann schauen wir mal, was wir da bekommen haben. Okay, Gerichtshof, Nazca und Geodotisch. Schauen wir mal, ich muss mir das anschauen. Ah, da müsste ich eher auf das hier mal gehen, weil das wollen wir als erstes vollständig haben. Also, Gerichtshof, das Nazca-Grab, also Teile des Sets Huaca, haben wir schon,
Dann Teil des Sets Bronzezeit. Haben wir schon. Und Teil des Sets Atlantis. Atlantis. Ja, das haben wir sozusagen auch schon. Das heißt, das kommt in dieses Museum. Denn das ist ja sozusagen das Lagermuseum, wo eigentlich alles, was wir doppelt haben, abgelegt wird. Erstens steigert es trotzdem die Wahrscheinlichkeit von Gästen bzw. die Attraktivität. Und zweitens, ja, was trotzdem. So, der Nicht-Angriffspakt, höre ich gerade, ist zu Ende gegangen. Das heißt, wir machen natürlich beim Willy einen Nicht-Angriffspakt. Natürlich auch beim ihm. Und was sagt sie dazu? Ja, sie ist da nicht so gerade glücklich über die Situation, aber das stört mich auch nicht. So, jetzt habe ich gerade eine WhatsApp bekommen, es tut mir leid. Ja, es ist natürlich immer so, dass wenn man mitten in der Aufnahme ist, dass es dann plötzlich losgeht. So. Gut. Jafan, der Kreuzfahrt-Impresario, ja, den können wir jetzt aktuell nicht brauchen, aber wir sind trotzdem froh, dass wir Besucher bekommen. Was haben wir hier? Wir haben hier die goldene Seekuh. Ja, da habe ich ja noch was einpacken wollen, und zwar wollte ich dann noch ein paar... Da wollte ich noch ein paar Leute mitnehmen. Genau. Dann schicke ich dich gerne in die alte Welt nach King's Landing. Perfekt. Mit dir habe ich nichts vor. Nein, du bist geparkt für zukünftig die... Genau, für das hier. Wenn das hier abgelaufen ist. Das heißt, wir können hier schon mal einpacken. Zwei Mobis. Genau, dann kommen noch die zwei Beconins dazu und die zwei innovativen Druckerpressen. Und dann schicken wir auch dieses Schiffchen schon rüber in die neue Welt. Und dort geht es jetzt gleich weiter. In der neuen Welt. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Wie schaut's aus mit den Bananen? Ja, die Bananen nehmen jetzt gerade rapide ab. Gulasch war schon immer eine Speise für Arbeiter. Da ist schon weitergegangen. Viel zu schwer. Aber mit der Zugabe, also neue Rezepte, das ist gut, das freut mich. Und die gebackenen Bananen als Abfallprodukt. Hoppla. Die gebackenen Bananen als Abfallprodukt kommen hier auch noch dazu. Ja, die Abfallroute Mais und die Abfallroute Bananen sind im Moment stillgelegt, da wir das jetzt direkt nach Crown Falls schicken. Da ist schon was weitergegangen. Jetzt müssen wir aber wieder zurück nach Crown Falls, denn... Oh, neue Palastteile können wir bauen. Das machen wir sofort, weil... Oh nein, brauchen wir gar nicht. Neue Prestigestufe. Wir haben so einen Sprung gemacht, sozusagen. Das Band ist durchschnitten. Sie strömen herein. So. Schauen wir sich das gleich hier an. Das läuft. Jetzt können wir hier rein... Eine Allianz brauche ich keine. Und jetzt können wir da, wo sind eigentlich meine Gasthäuser? Hier sind meine Restaurants. Also ich habe hier gesagt, da brauchen wir eben den Zuckerrohr. Und hier habe ich noch gesagt, dass ich gerne die Embeza Sunrise noch machen würde. Und hier machen wir schon den Dark Moss, also den dunklen Moskowita. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur mehr den Montmartre. Den würde ich auch gern in Auftrag geben. Nur ein kleiner Happen, um gestärkt in den Tag zu starten. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Dann würde ich dich gern hier hinsetzen und würde ich gern den Tomate machen. Das heißt, wir brauchen Sekt. Zitrusfrüchte und Zucker, und das sollte man eigentlich alles haben. Schauen wir mal nach. Wir haben hier in diesen... Wir haben Sekt. Wir haben Zucker.
Und die letzte Ware haben wir auch. Das heißt, das ist in Ordnung. Das passt. Dann können wir hier noch schnell... Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Haben wir noch irgendwo so Plätze? Lichter der Stadt. Was haben wir denn hier Schönes? Siehst du? Ah, muss nicht unbedingt sein. Das ist sehr groß. Wir wenden uns nur an die, denen wir trauen. So. Machen wir das so. Das drehen wir um. Eine Litfaßsäule. Und da nehmen wir das hier. So. Ein Fähnchen im... Perfekt. Da bin ich zufrieden. Können wir das lassen? Das Restaurant sollte arbeiten, genau, oder beziehungsweise das sollte arbeiten, denn wir haben alles. Und jetzt schauen wir mal in die Restaurants. Wo haben wir eigentlich Restaurants? Wie viele Cafés haben wir? Da haben wir eins. Da haben wir eins. Okay, da haben wir, haben zwei Cafés. Können wir da was umändern? Also was brauchen wir denn eigentlich dazu? Mehl, Schokolade und Zucker, das nehmen wir doch glatt. Viele frische Geschmackskomponenten. So. Ein Restaurant, wo haben wir noch Restaurants? Da haben wir noch ein Restaurant, da haben wir noch ein Restaurant. Neuer Tag, wir haben hier das Erzherzogschnitzel und wir haben hier das. Das passt auch. Das heißt, wir können eigentlich hier noch was reinsetzen und sehr interessant. Fisch mit Pommes zum Rezept springen. Hätten wir auch alles. Tabak. Roma à la Liberté. Was würde uns das... Hm? Dann nehmen wir das Rezept hier. Reserviere uns einen Tisch. Wir gehen heute essen. Ja. Perfekt, dass es schön langsam läuft, klappt, funktioniert und gefällt mir. Und dann lassen wir das einmal so ein bisschen sich einpendeln. Da brauchen wir definitiv noch das Zuckerrohr. Und was brauchen wir hier? Hier bräuchten... Oh, wir haben Gewürz. Tatsächlich Gewürz und Hibiskus. Das müssen wir dann in M-Besser starten, aber das ist jetzt nicht das Ziel in der heutigen Folge. Jetzt schauen wir mal, was uns da um die Ohren geflogen ist. Die meisten mussten wertvolle Vorräte zurücklassen. Okay, das heißt, diese Expedition, vielleicht ist es genau das, was wir brauchen. Haben wir da irgendwo einen... Ah, wir haben kein inaktives... Zurück ins Kap, dann hole ich mir meinen Zeppelin und schicke dich in die Arktis nach 401. Danke. Und das passt. Schauen wir nochmal in die Arktis. Mir fehlen Bretter. Das heißt, da kümmern wir uns dann später drum. Das ist eh der einzige Teil, der kaputt ist. Wir gehen zurück in die alte Welt, weil wir gerade nichts machen können. Das passt, das passt. Gibt es hier noch irgendwas? Nein, hier habe ich meine Schiffe geparkt. Ja, genau. Dich habe ich hier rüber geschickt. Kannst jetzt mal da rüber gehen. In der Zwischenzeit ist die Weltausstellung fertig. Die sammeln wir ein. Das bekommen wir. Mal um,
das gleich einsetzen können. So. Also. Mesoanischer Tempel, versunkene Städte. Mesoanischer Tempel, wir haben das nächste Set komplett. Wunderbar. Das gefällt mir. Drachenbootschnitzerei, nordische Sagen. Die sind wir komplett. Und noch einmal versunkene Städte haben wir auch. Das heißt, beide kommen ins Lagermuseum. Und steigern somit auch wieder ein bisschen die Attraktivität. Das passt. Jetzt können wir dann bald auch weiter forschen, dass wir die letzten Teile auch noch bekommen. Und dann haben wir ein komplett vollständiges Museum sozusagen. Das ist ordentlich. Das gefällt mir. Gut, da passt's. Wir wollten in der neuen Welt weitermachen. Und zwar will ich jetzt gern wieder schauen, wie sieht's aus mit den Bananen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, Bananen und Fischöl nimmt extrem ab. Das heißt, wir müssen uns dringendst um die beiden Teile da kümmern. Wo ist das Schiff? Ist in der Arktis. Du ladest jetzt mal Retter ein und bringst die bitte darauf. Da, wo ist mein inaktives Schiff? Kurs gesetzt. Kommt das Schiff da mal rüber? Ist nämlich auch relativ wichtig, dass wir das gleich wieder haben, weil sonst haben wir ein Gasproduktionsproblem und das wäre gar nicht gut, weil Gas brauchen wir in Cap Trelawney, in Crown Falls für unsere Kraftwerke, denn das sind die einzigen Gaskraftwerke am Start. So, jetzt können wir das hier aufbauen, passt, und dann liefert das auch wieder. Und du gehst mir jetzt bitte auf diese Expedition. Dann fliegen wir mal darüber. Das bewegt sich schon ordentlich schnell, das Ding. Kommt man gar nicht nach. Halt! Komm da zurück, komm da zurück. Nehmen wir natürlich gern auf. Weil den brauchen wir auch gelegentlich. Das nehmen wir auch. Dass der alte Nate hier ist. Sein Kichern ist ansteckend. Das nehmen wir auch auf. So. Und dann können wir das gerne hier abladen. Kurs gesetzt. Dann bin ich da schon zufrieden. Das heißt, wir haben auch wieder Schrott. Den wir verwenden können. Jetzt gerade den Schrott nicht. Ja, egal, ist jetzt nicht so wichtig. Kommt das Schiff ziemlich schnell angerauscht. Ausladen und jetzt würde ich gerne mal Expeditionen. Mal in die alte Welt. Gehen wir noch mal ins Kap rüber. Eigentlich war doch hier die Rede vorhin von. Hier haben wir alles. Der Bar. Arktis. Nach einer erfolgreichen Arktis-Expedition könnten ihre Seeleute doch glatt eine gute Idee für ein wärmend winterliches Getränk haben. Okay, das heißt, ich muss eine Arktis-Expedition machen. Ein guter Kapitän. Aha.
Und wie weiß ich jetzt, ob das in die Arktis geht oder nicht? Das ist eine gute Frage, oder? Nehmen wir die mal weg. Nehmen wir die mal weg. Dann können wir die noch wegnehmen. Und die nehmen wir auch weg. Gut, dann lassen wir das einmal aktuell so. Jetzt schauen wir, was fehlt uns noch. Die letzte innovative Druckerpresse ist in Arbeit. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das heißt, wir können das Schiff bald noch rüberschicken. Nehmen wir die zwei Pickonins mit und schon mal die Druckerpresse, die vorletzte. Die letzte ist noch in Arbeit und dann geht das Schiff auch bald auf die Reisen. Das brauche ich nicht. Gut. Ja, läuft, läuft, läuft. Zurück in die neue Welt. Ja, Fischölproblem, Bananenproblem. Aber dafür kein Zuckerproblem mehr. Ja, da können wir bald. Da können wir bald noch ein größeres Schiff oder ein zweites Schiff noch auf die Reise nehmen. Also was wir da jetzt auf jeden Fall machen könnten, wäre zum Beispiel, dass wir Abfallroute Bananen das Schiff rausnehmen und die Orion auf so Abfallroute gebackene Bananen. Da setzen wir die Orion drauf. Gut. Ja, das Fischöl wird ziemlich knapp. Wo kriege ich noch Fischöl her, beziehungsweise wie kriege ich am besten noch Fischöl her? Wahrscheinlich indem ich da drüben hier noch ein paar Depots bauen. Kann ich hier noch Depots bauen? Sind wir eh ziemlich voll. Ja, das ist in Ordnung. Ja, das passt. Das ist nicht so das Problem. Aber das Fischöl wird interessant. Das heißt, ich stelle jetzt mal Fischölfabriken auf, so viel möglich ist. Zumindest einmal nicht so viel möglich ist, aber doch ein paar. Und ich glaube, selbst mit dem Pushen werden wir ein Problem bekommen. Ja. Das heißt, wir brauchen auch wieder Baumaterial. Haben wir hier noch Baumaterial zur Verfügung? Nicht. Das ist nicht so tragisch. Du fährst mir darüber bitte und holst mir Baumaterial. Drüben sollte ich eventuell noch
Ich hab da Pläne für neue Expeditionen. Nein. Ja, da habe ich jetzt, glaube ich, ein paar Steine verbraten, die nicht notwendig waren. Ich hoffe, ich kriege da noch ein bisschen was zurück von dem Zeug. Denn das sage ich ganz ehrlich. Muss nicht unbedingt sowas herhalten. Wir haben hier aktuell überhaupt kein Baumaterial. Dann ladest du mal ein. Bretter. Stahl. Du Ziegel. Dann gehst du mir bitte darüber. Ist mir das Zeug da hin? So, dann hätten wir das. So. Dann nehmen wir das noch weg. Dann sollten wir hier genug Arbeitskräfte haben. Zwischenzeit sollten die Schiffe hier angekommen sein, genau. Auch gleich. So, das Wichtigste ist, dass du hier... Aha. Machen wir noch so. Und dann hier rüber. Wieder kein Baumaterial. Wir bitten lediglich um etwas Schutz. Machen wir das so? Ja. Ich komme nicht zum Konto. Ich habe mich total von dem Konto aus abgesperrt. Die Gewerkschaft hat genau das vorhergesagt. Sollte jetzt passen. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Du kannst hier noch... Alle voll, 153, 153, 153 passt. Das ist in Ordnung und dann sollte das hier mit dem Fischöl noch klappen. Du hast keinen Straßenanschluss, oder wie? Wo habe ich mich verbaut? Hier. Jetzt müsste es passen. Sind die voll, produzieren Fischöl en masse, das klappt. Und die Tropenkönigin geht auf eine neue Route, und zwar von der Ruminsel. Bravos. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Lädt er ein. So, noch einmal also von Kafikantis nach dort. Alles an Fischöl annehmen. Nein. So, dann schauen wir sich die Route noch an. Müssen wir noch umändern. Annehmen, fertig. Und dann sollten wir hier schon einmal das Problem Fischöl auch ein bisschen in den Griff bekommen haben. Ja. Neue Befehle? Jetzt, dich schicke ich gleich mal zu Isabel, falls es wieder was zu kaufen gibt.
Wir beschäftigen uns jetzt hier mit dem Fischöl. Steigt und nimmt ab, steigt und nimmt ab. Bananen nimmt extrem zu, Mais nimmt extrem zu. Können wir dann tatsächlich ja, das passt. Hin und wieder kommt ja doch Gena. Dieses Schiff hier, das müssen wir auch noch umändern. Er hat nämlich die Bananen und den Mais mit. Das sollte auch passen. Wir schauen nochmal einen kurzen Blick ins Kap rüber. Wie sieht es hier aus mit den Bananen? Mais, Hammer. Bananen, Hammer. Perfekt. Wieder zurück in die neue Welt. Und ich glaube, ich werde mich jetzt von dir verabschieden, denn wir sind bei einer halben Stunde angelangt und die Folgen sollen ja nicht so lang werden. Ich meine, das sage ich immer wieder und trotzdem gelingt es mir dann lieber einmal so 48 bis 50 Minuten Folgen, aber dieses Mal sind wir jetzt schon am Ende angelangt. Ich will nur noch mal ein letztes Mal mit dir kontrollieren. Also die Bananen, das passt. Das mit den gebackenen Bananen, das passt mir auch. Da gibt es im Moment noch nichts. Und falls wir noch eine Abfallroute brauchen, die wir ja aktuell stillgelegt haben, dann haben wir sogar noch das Abfallroutenschiff auch im Petto. Gut, die ganze Zeit bekommen natürlich auch Gelehrtenhäuser. Was ich aber jetzt noch machen kann, ist das Schiff hier mit der letzten innovativen Druckerpresse in Auftrag geben. Dann würde ich ganz gerne hier noch das so lassen. Du gehst in die neue Welt nach Braavos und mit diesem Bild, nein, mit diesem Bild werde ich mich jetzt von dir verabschieden. Ja, wie gesagt, das Großprojekt Die Neue Welt ist angelaufen. Ein bisschen habe ich offscreen vorgebastelt und jetzt machen wir gemeinsam das Ganze so weit spruchreif, dass auch die neue Welt ohne Probleme funktioniert und somit Crown Falls profitiert. Es reimt sich sogar fast. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Anno 1800. Servus.